Eyo Freunde, herzlich willkommen zu einem extrem geilen Video. Da habe ich jetzt lang überlegt und offiziell habe ich jetzt meine Top 10 Lieblingskarten aus allen Forster Tech Serien für euch zusammengestellt. Ich habe alle hier und wir gehen jetzt nacheinander durch. Ich erzähle vielleicht zu der einen oder anderen Karte noch ein bisschen was. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß und enjoyt das Video. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit meiner 10. Also wir gehen von 10 bis 1 und fangen an mit meiner Top 10. Eine, die wahrscheinlich jetzt vielleicht ein paar nicht expected haben. Das ist nämlich aus Movie-Serie 1 die LE Anakin vs. Obi-Wan. Okay, warum jetzt ungefähr unbedingt diese Karte? Ich finde, für mich ist das Duell Anakin vs. Obi-Wan aus den Filmen das beste Duell aus Star Wars insgesamt. Ich kriege jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, Gänsehaut auf Englisch und auf Deutsch. Und deswegen finde ich es einfach geil, dass es eine Kampfkarte, Anakin vs. Obi-Wan, als limitierte Karte gibt. Die habe ich damals schon gehabt und extrem gefeiert und natürlich jetzt auch immer noch. Ja, also finde ich auf jeden Fall extrem geil. Ist auch die einzige Force-Meister-Karte, beziehungsweise limitierte, wo ein Kampf stattfindet. Oder falls es noch andere gibt, zeigt mir die gerne. Aber zumindest aus den Movie-Serien und Clone Wars-Serien. Und deswegen macht das die auch zu einem Unikat und zu einer sehr, sehr geilen Karte. Genau, das ist unsere Top 10. So, dann Top 9 ist aus Clone Wars Serie 3. Und zwar die Grievous Allee. Warum die Grievous Allee? Ich finde halt einfach, die Karte ist extrem geil vom Artwork her. Also ich feiere das, wie Grievous da ist. Und das ist auch eine sehr teure Karte. Beziehungsweise, was heißt sehr teuer? Die ist so bei mindestens 30, 40, 50 Euro müsst ihr dafür zahlen. Und ich feiere die Karte einfach. Ich wollte die immer schon haben. Und ich schaue sie mir einfach immer mal gerne an. Ich bin froh, dass ich sie hier habe. Und ja, finde das einfach extrem, eine extrem geile Karte, die ich damals nicht hatte, aber sie gern gehabt hätte. Und sie mir jetzt später geholt habe. Und einfach sehr froh bin, die Karte in meiner Sammlung zu haben. Genau, das ist die 9. Dann Platz 8 ist ein richtiger Banger. Nämlich aus sondern aus Clone Wars Serie 1 hier. Französische Karte, nämlich der Yoda. Holy shit, eine der teuersten Karten überhaupt. Also dafür müsst ihr inzwischen mindestens 300 Euro zahlen, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, extrem geile Karte. Das ist eine französische, limitierte von Lego. Ich wusste damals als Kind gar nicht, dass es die Karte gibt. Das habe ich natürlich auch später erst erfahren. Aber natürlich ist es halt jetzt nicht wegzudenken in meiner Sammlung, weil es eine der wertvollsten Karten ist und ich natürlich auch stolz bin, die Karte so zu haben. Und ich werde es auf jeden Fall nicht hergeben, werde die in meiner Sammlung behalten, da natürlich Serie 1 Clone Wars auch meine Lieblingsserie ist insgesamt. So viel zu Platz 8. So, ups, sorry. Platz 7, interessant, nämlich die einzige Karte aus Clone Wars Serie 2 hier in dem Video, und zwar Separatist Sith, die 101 Savage Opress Karte. Und damit ihr das wisst, ich habe diese Serie am allermeisten gesammelt. Ich habe zwar auch Serie 1 extrem gesammelt, aber Serie 2 noch mehr. Das war die Serie, die ich am meisten gesammelt habe. Und das ist halt für mich auch eine pure Nostalgie-Karte. Ich erinnere mich noch, wie ich die immer ertauscht habe, die Karte. Und ja, sie auch mehrfach hatte. Und deswegen, ich verbinde mit der Karte sehr viele Erinnerungen und nostalgische Verbindungen. Und deshalb ist sie auch aus meiner Top 10 nicht wegzudenken. Ich denke, mit Platz 7 hat sie hier einen sehr guten Platz in der Top 10. Ja, sehr geile Karte, finde ich. So, dann kommen wir zu Top 6. Das ist die nächste 101-Karte. Und das ist direkt fucking Meister Yoda 101. Für viele Sammler ist das die beste Karte. Für mich nicht. Ich habe nämlich noch ein paar Karten, die jetzt kommen. Aber auch sehr geile Karte. Du warst damals auf dem Pausenhof der allercoolste Motherfucker, wenn du hier Yoda 101 hattest. Und man muss auch einfach sagen, Yoda, wie er da so im Sprung ist mit dem Lichtschwert nach unten, sieht einfach extrem geil aus. Und generell, dass es einfach die 101-Karte ist, ja, weiß ich nicht. Also auch da, wie bei der Opress-Karte, auch Nostalgie pur. Und ja, die Karte ist auch einfach geil. Und vielleicht hätte ich sie auch noch höher packen können, aber ich denke hier mit Platz 6... mit Platz 6 ist sie sehr gut aufgehoben hier in meiner Top 10. So, jetzt kommen wir schon zur Top 5. Jetzt wird es, denke ich, etwas interessanter. Und zwar die wertvollste Karte in meiner Sammlung. Hier eine englische Karte, nämlich Anakin LE4 aus Serie 1. Alter, ohne Scheiß, ich wollte die Karte immer haben, seitdem ich jetzt später angefangen habe, jetzt seit 3 Jahren wieder Forster Tech zu sammeln, war es immer mir ein Ziel, die Karte zu holen. Das Problem ist halt, die ist halt wirklich teuer. Die kostet mindestens 100 Euro bis hoch zu 350, was ihr da auf eBay findet. Deswegen, ja, ist auch wie die Yoda-Karte hier sehr teuer. Und deshalb auch aus meiner Top 10 nicht wegzudenken.
ja, extrem geile Karte, ne? Man kann halt natürlich jetzt vom Preis reden, aber auch generell einfach, die wurde damals, ich weiß, dass die in England zum Beispiel exklusiv auf der Comic-Con rausgegeben wurde. In Deutschland gab es die in irgendeinem Magazin oder so, ich weiß es gar nicht. Aber ja, auf jeden Fall sehr schwer, an die Karte ranzukommen und deshalb auch verdienter 5. Platz, würde ich behaupten. Genau, dann jetzt kommen wir schon zu Top 4. Und das ist auch wieder Serie 1. Ich glaube, es ist hier überwiegend von Serie 1. Aber wie gesagt, Serie 1 ist auch meine Lieblingsserie. Deswegen, genau, haben wir hier Kopfgeldjäger Söldner. Einige können sich vielleicht schon denken, es ist Forstmeister Cad Bane. Warum jetzt Cad Bane? Weil Cad Bane ist mein absoluter Lieblingscharakter generell aus Star Wars insgesamt. Und Cad Bane, das ist die einzige Forstmeisterkarte, die es überhaupt gab von Cad Bane. Es gibt in keiner anderen Serie einen Forstmeister von Cad Bane. Und auch das macht die Karte eben zu einem, ich sag jetzt mal, Unikat. Ja, weil es halt einfach wirklich geil ist. Ich fand die damals geil, jetzt geil. Beste, für mich eine der besten Karten. Deswegen auch habe ich die Karte mehrfach. Hier zum Beispiel sogar ein leichter Fehldruck. Wie wir hier sehen, die Drucks sind leicht off. Ja, ich habe die Karte sehr oft. Ich glaube sogar 6-7 Mal insgesamt. Ja, sehr geile Karte. Cad Bane, Forstmeister, absolut geil. Verdienter 4. Platz. Oh, und jetzt sind wir schon in der Top 3. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht könnt ihr ja mal raten, was denkt ihr jetzt meine Top 1, Top 2, Top 3 Karte? Gerne eure Gedankengänge in die Kommentare. So, wir fangen an mit Top 3. Und es ist eine Karte aus Movie Serie 2. Und zwar Han Solo in Carbonit. Holy shit. Ich habe die Karte auch mehrfach und sogar in UVP, also mit dem Booster und dem Heft, noch entsealed. Ja, für mich eine der geilsten Karten, weil ich habe auch aktiv Movie Serie 2 gesammelt. Und ich kann mich noch genau an dieses Magazin erinnern, als ich das damals bei unserem Kiosk gesehen habe. Und ja, das direkt zweimal gekauft habe, weil ich einfach die Karte zweimal haben wollte, damals schon. Habe die dann, glaube ich, leider sogar irgendwie blöd vertauscht. Blöd, wie man damals als Kind halt war. Ja, aber auch genau wie bei vielen anderen Karten hier, pure Erinnerung, richtig geil, ich liebe diese Karte, damals auch schon. Allein, dass es hier, glaube ich, mit die einzige Karte ist, die 0 hat, ist irgendwie auch schon cool. Warum die dann 100 Abwehr hat, keine Ahnung. Also, wieso sollte die 0 Angriff aber haben, dann 100 Abwehr, egal. Die Karte ist einfach geil. Hier, limitierte Auflage, Han Solo Carbonit, für mich eine der besten Karten aus ganz Force Attacks insgesamt. Meine Top 3. Und jetzt kommen wir zu Top 2. Bei Top 1 und 2 war ich mir extrem unsicher, welche ich auf Platz 1 packe und welche auf Platz 2. Ich habe mich jetzt aber allerdings entschieden, diese Karte hier auf Platz 2 zu packen. Es ist eine Karte aus Clone Wars Serie 1 und ja, es ist Boba Fett. Ja, extrem geil, ich liebe diese Karte. Ich hatte nie das Privileg, die damals zu haben. Und als ich die dann das erste Mal gesehen habe, wollte ich sie immer haben und habe sie mir dann das erste Mal geholt vor 2 Jahren. Und seitdem habe ich die Karte auch inzwischen 5-6 Mal, weil ich immer bei Auktionen mitgeboten habe. Einfach, weil ich nicht genug von der Karte bekomme. Ich finde es einfach geil, dass es so eine limitierte von Boba Fett hier als Kind. Ich weiß nicht, was ich so besonders an der Karte finde. Ich finde sie halt einfach geil. Kann ich nicht wirklich jetzt irgendwie argumentieren. Ich finde die Karte einfach extrem sick. Sie ist auch einiges wert. So 30, 40, 50 Euro ist die Karte wert. Ja, und einfach geil. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich feiere die Karte einfach. Und ja, wie gesagt, ich habe die Karte extrem oft. Ich wollte sie immer unbedingt haben. Und damit auch für mich fast sogar die beste Karte. Und ich bin sie sehr froh, so oft in meiner Sammlung zu haben. Absolut verdienter Platz 2 und könnte sogar Platz 1 sein. Und ja, was natürlich jetzt noch fehlt, ist, es ist wieder eine Clone Wars Serie 1 Karte. Auch eine limitierte. Die ultra krasse Jedi-Ritter-Karte. Die 3 Jedi-Ritter-Karte haben wir damals immer gesagt hier. Mit Anakin, Obi-Wan und Yoda. Also zu der Karte kann ich auch so viel erzählen. Das Ding ist, die hatte damals bei uns keiner. Niemand hatte die. Aber es gab immer den Mythos, dass diese Karte existiert. Und ohne Scheiß, ich habe das nie geglaubt. Ich dachte immer, ja, das gibt's doch gar nicht, die Karte. Und dann habe ich die das erste Mal bei einem gesehen und ich war so hyped. Ich habe, glaube ich, gefühlt mein ganzes Album getauscht. Nur gegen diese Karte damals. Hab die aber jetzt leider das Original von damals nicht mehr. Aber das war immer auch meine heftigste Karte in der Sammlung damals schon. Und ja, es war halt einfach, weil es halt einfach so eine epic Card war damals. Du warst einfach wirklich noch krasser als bei dem 101 Yoda hier. Du warst wirklich, du warst einfach Gott, wenn du die Karte hattest. Literally, du warst einfach Gott. Also weil die Karte hat dich so zu einem mächtigen Mann gemacht auf dem Pausenhof. Ich finde, das sieht auch natürlich extrem geil aus. Wir haben hier 3 Jedi-Ritter auf einer limitierten Karte. Ja, unfassbar geil.
Also wirklich bei der Karte auch Nostalgie pur, Design ist geil und die Idee auch. Einfach extrem geil. Die gab es damals in einem Mickey Mouse Heft. Ja, weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Wirklich für mich Platz 1 in meiner Sammlung. Und ja, wir können hier nochmal kurz Weitwinkel machen. Das war's. Das war meine Top 10 an Karten. Schreibt mir gerne rein, was eure Lieblingskarten sind von Force Attacks. Vielleicht ist die ja auch hier dabei. Natürlich habe ich auch noch andere Karten, aber zumindest die ich auch andere Karten, die ich noch feiere. Aber das sind jetzt so grob die 10, die ich am meisten feiere. Aber generell, ich feiere eigentlich jede Karte aus Force Attacks. Aber so zumindest vom Seltenheitsgrad her oder von der Nostalgie sind das meine 10 Favoriten. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Anschauen. Habt noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein. Haut rein. Ciao. So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen. Hier zu meinen Top 10 Star Wars Karten insgesamt. Wie gesagt, nochmal, schreibt mir gerne rein, was eure Lieblingskarten sind. Und jetzt nochmal am Ende eine kleine Ankündigung. Morgen oder übermorgen kommt nochmal ein Pokémon-Video und dann werden wir, kleiner Spoiler, diese UVP Force Attacks Tinbox öffnen. Da bin ich auch schon richtig gespannt drauf. Wird dann die erste wirklich geile UVP-Tin von Force Attacks, die wir öffnen. Ich bin mega gehypt und ja, wie gesagt, nochmal, möge die Macht mit euch sein. Danke fürs Anschauen. Ciao.